Hallo und herzlich willkommen zurück zu mir, der Mirror Mousy in Pink, zu Osiris New Dawn. Ich bin jetzt zu mir mal hochgelaufen. Wir wollten ja Chlorin und Co. holen. Das hier ist der erste Geysir, der in der Nähe ist, das ist Chlorin. Wir haben jetzt diese Behälter hier, die nehmen wir jetzt hier und dann müssen wir das mit F extracten. Okay, der füllt die jetzt einfach auf. Cool. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie viel Behälter wir brauchen werden. Ich weiß einfach mal. 3 mit Chlorin? 3 mit Chlorin. Dann machen wir Hydrogen, 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 Hydrogen. Oxygen. Und die alle mit Hydrogen? Ne, komm, wir machen noch einen mit Chlorin, würde ich sagen. Oder? Ja, komm, wir machen noch einen. Dann machen wir 4 mit Chlorin, 4 mit Oxygen und 6 mit Hydrogen. So, erstmal mal gucken, wo wir Hydrogen haben. Der nächste Geysir. Chlorin ist quasi grün. Was? Da müsste Oxygen sein. Aber ich glaube, das Wurmgebiet. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Würmchen kommt oder nicht. Mal langsam machen. Kriege ich das ja mit, ob der Wurm kommt oder nicht. Und hab dann auch genug Power zum Wegrennen. Ja, hier sind 2x2, also 4. Ich weiß jetzt bloß nicht, welches das ist. Nitrogen. Brauchen wir noch nicht. Wir brauchen Hydrogen und Oxygen. Beides Nitrogen, okay. Auch Nitro, das ist Oxy, okay. Also 4-mal Oxy. Aha. Kriegen wir für irgendwas wieder Level? Science. So wie es scheint. Okay, da kriegen wir Science-Punkte. So, und die machen wir jetzt alle voll mit Hydrogen. Wenn wir Hydrogen jetzt finden. Ich lauf mal kurz hier hoch. Zu so, gucken, wir hatten hier doch noch mehr Geysire in der Nähe. Chlorin, Nitrogen. Da ist noch einer. Da ist noch mehr. Oh, dann so ein Vögel. Nein, ich glaube, die Vögel möchte ich nicht gucken gehen. Ich glaube, wir gehen mal Richtung Red Tree Leaf. Wie hieß der? Ich glaube, da waren auch noch ein paar. Wenn nicht in die andere Richtung auch. Nicht zu viel rennen. Ach, ich renne immer viel zu gerne. Dann wundere ich mich, wenn ich ausgepowert bin. Black Leaf Forest, so. Eigentlich einfach zu merken. Mal gucken, was das ist. Oxygen. Okay. Oxy haben wir schon. Wir brauchen Hydrogen. Gelb. Da ist gelb. Ist gelb Hydrogen? Grünes Chlorin? Was haben wir hier? Nitro? Nitro ist weiß. Das müsste wieder Oxy sein. Rock. Gucken wir mal bei dem.
Hydrogen. Ja, ist gelb. Okay. Dann schnell voll machen, bevor irgendwas rumrennt. Dann können wir uns nämlich noch ein bisschen Wasser machen. Wir haben ja vorhin zweimal getrunken. Und Gummi. Und so ein Solarpanel. Okay. Achso, muss erstmal dick in die Hand nehmen. Wundert mich ja, wenn hier so viele Hydrogen- und Co-Geysire sind, dass wir gar keine Luft zum Atmen haben. Eigentlich scheint ja hier. Oh. Prompts. Oh. Nein! Oh, wollte ich gerade sagen, er schlägt genau bei mir ein. Ich hab's eben geahnt. Oh, Hammer! Meine Fresse! Jetzt habe ich aber nicht gesehen, wo genau der runterkam. Der war ja genau hier irgendwo, wo ich gestanden habe. Krass. Ja, nach Hause? Nach Hause. Zu Hause? Da. Ah, hier. Ist hier noch mehr? Ah, da ist hier runtergerollt. Der ist hier über den Berg drüber geschrammt. Deswegen, der hat mich auch noch erwischt, denn beim drüber schrammen. Ist das hier, müsste auch Hydrogen sein? So haben wir das sogar relativ nah alles. Das ist doch gut. Ups, nicht gegen Felsen laufen. Gut. Achso. Aufmachen. Carbon. Alu. Iron. Copper. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich erst brauche. Weil ich wollte ja auch ein Solarpanel machen. Kann ich schon das große bauen? Das große habe ich noch nicht freigeschalten. Skilltree. Ich sehe wieder nicht, wie viele Punkte ich habe. Science. Also wenn dann brauche ich da gleich das große. Komm. Natürlich. Wenn ich es bauen kann. Außerdem habe ich Engineering wieder Punkte. Das ist gut. Was könnte ich dann jetzt basteln? Achso, den wollte ich ja lernen. Genau. Haben wir jetzt mal gelernt. Okay. Gut, schließen wir, dann gucke ich mal, was brauche ich für das Große. Wire, Carbon, Steel, Gold, Ignit. Haben wir alles. Brauche ich gleich einen großen. Hallo. Gold haben wir. Und Wire haben wir oben drin. Ich muss aus dem Carbon Ignits machen. Brauche ich bei dem Chemietisch auch Ignits? Bin ich jetzt überfracht gerade? Ich glaube ja, ne? Oh, ich bin überladen. Na okay, für diese paar Meter hier. Nicht, dass ich jetzt alles zu Ignitz mache und ihr keine Ignitz brauche. Bei dem hier. Das wäre es ja. Nein, brauche ich auch Ignitz. Okay. Also kann ich, glaube ich, alles zu Ignitz machen. Gut, ab zur Forge. Und hier machen wir Carbon ohne Ende. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht so super aus. Achso. Take all. Viele Punkte. Ich wollte gucken hier. Ich habe doch vorhin
noch so viel Zeugs mitgenommen. Sortiere nochmal, ich dann hier noch was bauen kann. Aluminium wieder ohne Ende. Eisen ein bisschen. Lead, genau. Ich hatte Lead mitgenommen. Magnesium haben wir noch wieder. Das ist gut. Ja, jetzt ist bloß noch die dran. So, jetzt kann ich mal gucken. Was fehlt mir denn noch? Ach, Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Stahl habe ich doch noch. Das brauche ich nicht herstellen. Stahl. So, und das würde da alles mit Strom versorgen. Jetzt ist meine Frage, stelle ich das jetzt hier oben einmal hin, oder? So, dass die Station mit drin ist. Weil das Problem ist ja hier oben. Ich stelle das hier unten hin. Was die Station muss. So, kann ich es auch auf der Station bauen? Nur daneben. Ich das hier direkt neben der Station bauen, müsste das doch hinhauen, oder? Weil ich will ja am Ende hier unten bauen. Das andere kommt da oben ja nachher weg. Das ist ja eigentlich auch unwichtig. Das nachher alles nach innen verlege. Das Ganze, was hier draußen ist, ja eh abnehmen, ne? So, nehme ich aber auf jeden Fall jetzt schon mal das, was ich habe, mit runter. Und werde mal anfangen, ein bisschen Rubber und dergleichen zu machen. Damit ich die Schränke basteln kann. Achso. So, F. Ach, ich habe die Glascontainer vergessen. So, machen wir mal Rubber. 8 Stück kann ich machen. Okay. Jetzt brauche ich noch Glascontainer, die habe ich vergessen. Für das Wasser. Deswegen kann ich das andere Rubber gleich mitnehmen und was brauche ich dann noch für diese Eulen-Dinger? Die leeren kann ich schon mal rauslegen. Sortieren. So, was ich wieder mitnehmen muss, ist auf jeden Fall Carbon. Kommst dafür rein? Hab keinen Platz mehr. Ne, hier, Schrank. Ich brauche Stahl und Rubber. Stahl und Rubber nehme ich mit. Und den Stahl wieder. Das heißt, ich muss auch noch Stahl bauen. Ich brauche das hier nochmal. Aluminium und Eisen. Ich habe nicht mehr genug Stahl. Das heißt, ich muss wieder Dings sammeln gehen. Iron. Iron und Aluminium. Standardmetall quasi. Jetzt wollte ich noch gucken, was habe ich hier oben noch drin. Sortieren. Ach ja, die Wasserdinger wollte ich mitnehmen. Die Glasbehälter. Hier ist noch Wasser drin. Was ist das? Cryptex. Discrample Encryption to learn new blueprint. Ah, das sind Blueprints. Okay. Werde ich wohl einen Computer oder irgendwas brauchen für? So. Nehmen wir wieder runter.
Super, funktioniert wunderbar. Sieht nur ein bisschen kahl hier drin aus. Ja, aber damit kommen wir schon klar. So, dann machen wir jetzt mal Wasser. Vier Behälter kann ich machen. Haben wir noch einmal Hydrogen über? Auf jeden Fall brauche ich eine neue Hacke bald. Die ist schon so gut wie kaputt. Nehmen wir mal wieder runter hier das Zeugs. Sortieren wir mal. Nehmen das mal hier alles raus. Plastik aus Carbon. Ja komm, machen wir mal. Zweimal. Ist der auch leer, der Pott. Ist ja gut. Sauerstoff haben wir noch, okay. Na gut, auf jeden Fall kann ich jetzt Vorratsschränke bauen. Ich würde sagen, ich baue hier einen Vorratsschrank und da und daneben könnte ich vielleicht noch eine Station bauen. Ja. Sieht auch witzig aus. Oh nein, ich glaube, das ist der größere. Genau. Auch mal einen da. Gott. Und einen kann ich doch bestimmt noch bauen. Nein, kann ich nicht. Was fehlt? Stahl. Ah, okay. Ein Bett würde ich gerne noch bauen. Ist da. Dafür fehlt Rubber. Wie viel Platz habe ich denn in dem Ding? Sieht aus wie ein bisschen mehr Platz, oder? Wenn mich das jetzt nicht täuscht. Ja, auf jeden Fall möchte ich trotzdem zwei davon haben, auf jeden Fall da ein. Und dann kann ich das alles nach innen verlagern, was hier oben ist. Mehr oder weniger. Take all. Machen wir nochmal 20 Stahl. Ja, dann muss ich gucken, wo ich so ein Ding baue. Carbon ist auch durch, okay. Bin ich gerade jetzt so schwer, oder? Wow. Okay. Geringfügig. Das kann hier draußen noch bleiben, genau wie das. Das könnte ich vielleicht schon alles mit reinnehmen. Das bleibt hier draußen. Sort, sort. Naja, auch immer noch bei 100, 3, 39. Was kann ich mit reinnehmen? Die paar Meter geht das. Nicht 139. Okay. So, und baue jetzt mal noch ein Schränkchen. Genau dahin. Perfekt. Und dann würde ich sagen, kommt hier das Metall und das alles erstmal rein. Die ganzen fertigen Sachen. Genau. Und hier. All sowas. Sort. Ich von draußen noch das Zeugs holen? Machen wir auch gleich. Jetzt bauen wir mal alles um hier. Wenn ich schon mal dabei bin. Und zwar hier oben. Take all. Oh, funktioniert. Kriege ich mit. Gucken wir mal, ob das alles hier hinten reinpasst. Gut. Ja, fangen wir mal an. Oh, auf jeden Fall das Essen, die Batterien und das Wasser natürlich, das Munition. Aha, er ist voll. Ich hab's ja geahnt. Ach ja, wenn ich die ganzen Dinge hier mal rausnehme. Die woanders noch runterbringen, so lange. Na, die
Reaktion nehme ich mal noch raus. Okay. Oh, ist aber randvoll jetzt. Okay. Packe ich die mal hier rein so lange. Ah, haben wir auch nicht mehr viel Platz. Okay, der wäre aber leer. Und hier ist dann so ein Zeugs noch drin. Okay. Na gut, was haben wir hier? Haben wir noch was drin? Was zu essen? Die Workbench. Ist hier noch was drin? Nein. Gut, dann können wir jetzt mal überlegen, was können wir als nächstes machen? So, ich setze mich mal hier oben drauf, weil immer wenn ich dann gucke, wenn ich was ich machen will, dann kommen ja mal irgendein Viecher an. Darum setze ich mich jetzt gleich hier oben drauf. Der ist für draußen. Das Ding wollte ich noch bauen. Das kann ich auch bauen. Das machen wir auch gleich hinten. Ist ein Auto-Crafting, genau. Ich möchte den aber ja drinnen bauen. Ich habe doch extra schon den. An den Chemietisch habe ich gelernt, genau. Die Küche. Ja, okay, aber ich kann den ja da hinten neben der Dings bauen. Eine Chemiestation brauche ich nicht, ich habe den Chemietisch. Ah, hier kann man die Bandagen drin machen. Okay. Rubber brauche ich 3 Stück. Haben wir alles drüben. Also den kann ich bauen. Und das Ding kann ich auch noch bauen. Das werden wir auch noch machen. Dann gucken wir mal. Engineering. Habe ich schon wieder 35 Punkte. Sag mal, ich brauche aber hier in Science und Co. Punkte. Wie kriege ich denn da Punkte? Klima Control. Auch 14 Punkte, das Viech. Ja, was ist das? Computer. 10 Punkte. Habe ich auch nicht. Was können wir hier denn lernen? Couch könnte ich lernen. Wo baue ich das Ding denn eigentlich? Keine Ahnung. Ist der hier mit drin? Der Rover? Eine Landmine. Okay. Hier ist er zum Beispiel nicht mehr drin. Hier? Ne, hier sind bloß die verschiedenen Habitate. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Wo baue ich den denn? Wahrscheinlich hier drin, ne? Lab Construction. Ja. Dies brauche ich dafür. Lab Construction. Okay. Was brauche ich denn dafür alles? Oh, habe ich sogar schon Circuit Board? Weiher habe ich nicht genug, Stahl auch nicht. Gold, weiß ich nicht. Lithium müssten wir haben. Könnte ich also fast schon bauen. Ein Hellway könnte ich mehr oder weniger auch schon bauen, muss ich nur lernen. Sollte ich vielleicht mal lernen. Lernen wir mal den. Was ist das? Aha, keine Ahnung. Gasdepot. Jetzt habe ich nur noch 5 Punkte, okay. Danach sollte ich vielleicht mal hier Planters lernen. Ist das? Shower, achso, die Duschen. Und Indoor Cooking. Küche. Das Ding sollte ich vielleicht dann auch mal lernen. Habe ich Combat-Punkte? Nein, habe ich nicht. Fight creatures and other danger to. Also, ich muss die bekämpfen, damit ich die Punkte kriege. Was muss ich hier machen? Craft items and work in the biodome to improve. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch hier schon wieder Besuch. Na toll.
Meine Waffe ist in dem anderen drin. Mist. Der macht mein Ding kaputt. Oh, fuck. Au. Okay. War dann nicht so schwer, wie ich dachte. Die sehen doch so furchtbar aus. Gruselt man sich ja vor. Und wie ich jetzt hier im Erdboden verschwinden. Ja, okay. Also wir wollten den Komposter bauen. Und was habe ich gesagt? Irgendwas hatte ich doch gesagt. Sehen wir gleich. Erstmal brauche ich das Material. Und zwar brauche ich. Wir gucken nochmal. Den hier, den Printer wollte ich bauen. Wir brauchen Aluminium, Stahl, Rubber. Aluminium. Stahl, Rubber haben wir nur noch 5. Okay. Stahl. Glas. Haben wir schon alles für den Printer und für den brauchte ich noch Iron. Okay, dann bauen wir als erstes mal das Ding. Ja, hier drinnen kann ich nicht bauen, ist okay. Baue ich nachher draußen. Und zwar gucken wir mal. Wo den hier neben. Wie gesetzt kriegen. Genau, dann machen wir dahin. Gut. Öffnen. Dafür brauche ich Plastik, na toll. Oxygen Tank. Beacon Kit. Ach, guck mal. Okay, kann ich also machen. Ein Beacon könnte ich jetzt bauen. Das aber das Zeugs. Da bin ich mir sicher hier. Plutonium. Aber ich wollte ja noch was anderes bauen. Moment. Das Ding, bevor ich es vergesse. Und zwar den Komposter. Hüp. Braucht man direkt nicht mehr so lange Lager. Waiting. Oh, müssen wir 29 Minuten warten. Okay. Na gut, dann warten wir halt. Hier, Beacon. Bauen wir ein. Kann ich auch jetzt die Glascontainer bauen, hier kann ich auch das bauen, so kann ich hier vermutlich alles bauen. Eine Schüssel, was brauche ich dafür? Magnesium und Kupfer. Na guck mal, dann brauche ich dann mir doch gleich noch eine, bevor die andere kaputt geht. Machen wir doch mal gleich. Öffnen, bitte. Öffnen. Magnesium und Kupfer haben wir noch. Bevor mir die andere nämlich kaputt geht. Ja, dann habe ich gleich eine. Das Plastik brauchte ich dafür, wusste ich gar nicht. Das ist ja blöd. Das heißt, ich muss auf jeden Fall wieder Carbon holen gehen. Scheiße. Gut. Ach, ich will mal durchrennen. Weil raus kannst du auch einfach so durchrennen. Da machst du auch kein Airdrop irgendwas Ausgleich. Den will ich so auch immer durchrennen. So, das Ding lasse ich auf jeden Fall auch mal hier. Das kann ich nicht ablegen. Okay. Na gut, und nicht. Können wir das bitte tauschen? K
Could use to boot beacon. To boot, right click on the inventory item and select boot or beacon from until it is. Okay. Ach, es regnet, ich wollte gerade sagen, was ist jetzt los? Gucken, hier hinter können wir vielleicht noch die Forge setzen, wenn wir die umsetzen. Ich will mal probieren, wie ich den Beacon hier bauen kann. Boot. Achso. So, jetzt habe ich ja jetzt hier. Wie kann ich jetzt mein Beacon anwählen? Sehe ich den jetzt hier drauf oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na gut, werde ich schon noch rausfinden, denke ich. Fakt ist, unsere Folge ist schon wieder vorbei. Wir haben zumindest ein bisschen was geschafft, finde ich. Wir haben jetzt mittlerweile ein halbwegs nettes Zuhause. Mit zwei Schränken und Chemietisch und ja. Wird noch. Wir richten uns noch häuslich ein. Keine Panik. Kriegen wir alles noch hin. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss.